Dies ist der Anhänger Tante Bertha Fold 2012 von Venner Technologies. Der Anhänger ist zum allgemeinen Materialtransport und kann auch ein oder zwei Motorräder transportieren. Der Anhänger lässt sich zum Beladen mit einem Akkuschrauber absenken und zu Hause kann man ihn in 30 Sekunden zusammenklappen und an der Garagenwand aufstellen. So sieht der Anhänger normalerweise aus, mit Nutzmaßen 2,2 Meter lang, 1,80 Meter breit und schöne 40 cm hohe Alubordwände. Zum Beladen mit dem Motorrad wird die vordere Bordwand ausgehängt. Stattdessen kommt eine Vorderradhalterung mit einem Schnellverschluss rein. Jetzt wird der Anhänger abgesenkt. Das geht am einfachsten mit einem Akkuschrauber. Dafür erst die Arretierung lösen und dann runterlassen. Die Heckklappe ist besonders stabil und dient gleichzeitig als Auffahrrampe. Das Motorrad steht vorne über. Es kann also länger sein als die normale Ladefläche. Zu ösen gibt es vorne und hinten genau an den passenden Positionen. Dann macht man die Heckklappe wieder zu und die Ladefläche wird wieder hochgekurbelt. Wenn man zwei Motorräder transportieren will, muss man die seitlichen Bordwände demontieren, dafür die Splinte ziehen und dann die Bordwand nach oben rausziehen. Die Vorderradhalterung in der Mitte wird gelöst und auf der Außenposition wieder eingehängt. Die beiden Motorräder stehen mit einem Mittenabstand von genau einem Meter, sodass man auch zwei BMW GS-Modelle mit Handprotektoren und Koffern nebeneinander stellen kann. Man kann auf dem Motorrad sitzend hochfahren, aber wir empfehlen, daneben herzulaufen. Das Motorrad steht nämlich am äußersten Rand der Ladefläche und man kann sich auf der Außenseite nur teilweise mit den Füßen abstützen. Für die Außenposition gibt es besondere Outrigger als außenliegende Zugpunkte. Hinten gibt es einen ähnlichen Outrigger. Die Heckklappe braucht bei zwei Motorrädern eine separate Arretierung. Dazu die zwei Gummis aus dem Rahmen ziehen und in der Heckklappe einhaken. Eine Handkurbel ist auch dabei, aber ein besserer Akkuschrauber kann auch zwei Motorräder anheben. Und auf geht's! Jetzt sind wir wieder zu Hause und wollen den Anhänger verstauen. Vorderradhalter sind rausgenommen und die Bordwände sind alle wieder drin. Jetzt wird zunächst das Kabel vorne schön verstaut. Dann wird das Hilfsfahrwerk montiert. Es ist dafür da, dass man den zusammengeklappten Anhänger noch in der Garage umherschieben kann. Jetzt sieht man auch, wie der Griff der Zugkupplung ganz weit nach unten kommt. Und das ist wichtig fürs Zusammenklappen. Man stellt sich nun hinter den Anhänger. Neben dem Kennzeichen ist ein Griff für die Arretierung. Die Ladefläche rastet in der Stauposition auch wieder ein. Die Bordwände werden weggeklappt, dafür erst anheben und dann nach innen schwenken. Weiter geht's, indem man den Anhänger in die richtige Position schiebt. In der Garage hat man entweder eine Elektrowinde oder eine Handseilwinde. Für das Seil gibt es hinter dem Kennzeichen eine Öse zum Einhängen. Und hoch geht's. Der Anhänger ist so nur 2,11 Meter hoch und passt damit in fast jede Garage. Unten ist er nur 30 cm breit. Und jetzt zeigen wir, wie es aussieht, wenn man den Anhänger andersrum aufstellt. Man braucht dafür keine Seilwinde und auch keine Dübel in der Wand. Aber es ist ein gewisser Kraftakt und man muss mindestens zu zweit sein. Unten ist der Anhänger dann 65 cm breit. Es ist also nicht so platzsparend, wenn noch ein Auto daneben reinpassen soll. Hier jetzt nochmal der Aufbau in Echtzeit. Da sehen Sie, wie schnell man den Anhänger einsatzbereit haben kann. Dafür steht er wieder platzsparend mit den Rädern nach oben.